So, meine Freunde, es geht weiter. Was ich vergessen habe zu sagen. Im letzten Part habe ich einen Part vergessen reinzufügen Part 10, wo es 43 Minuten war. Sonst wäre, wenn ich den jetzt eingefügt hätte, wäre das jetzt 46 Minuten gewesen. Also in diesen 3 Minuten habe ich nur 2 Attacken gezeigt. Simbas Brüllen und Mann, ich hasse, dass ich das vergessen habe zu zeigen. Crashliga und Simbas Brüllen, König der Löwen. Und das haben wir da alles jetzt auch wohl bekommen. Fesseln. Warten auf Eden. Ja, verwirrte Gegner, Feenfunken. Ja, das ist gut. Okay, dann werde ich gleich das mal zeigen. Also Simbas Brüllen und alles. Aber erstmal, wir haben eine Karte bekommen von Wechseln. Wir sehen uns mal diese Karte an. Dimmerstadt. Twilight Town. Ja. Ach, ich mag die Musik bei Twilight Town. Da kommen echt alte Erinnerungen hoch. Von meinem Let's Play von 358 2 Days. Oh, wo sind wir, Sora? Keine Ahnung, ich war noch nie hier. Ich auch nicht. Aber das kann doch nicht sein. Bisher waren wir nur an Orten, an die sich Sora erinnert. Und wartet. Mr. Ubuto. Bisher waren wir nur an Orten, an die sich Sora erinnert. Mag sein, aber an den hier erinnere ich mich definitiv nicht. Was heißt das wohl? Vielleicht hast du diese Stadt bloß vergessen, wie all die anderen Sachen. Das ist ja schrecklich, unsere Erinnerungen sind so gut wie weg. Wie kriegen das schon hin? Seht mal her. Name des Glücksbringer? Nee, Kairis, aber die haben es ja vergessen. Mit diesem Anhänger verbindet mich eine besondere Erinnerung. Jetzt kommt die Erklärung. Eines Abends, als Namine und ich noch klein waren, gab es einen Meteoritenschauer. Namine begann zu weinen und sagte, was, wenn ein Meteorit uns trifft, unsere Insel trifft? Ich antwortete, wenn ein Meteorit auf uns kommt, schleudere ich ihn ins All zurück. Ja, ist klar, Baseballstar hier. Ich habe dabei die ganze Zeit mit meinem Spielzeugschwert rumgefuchtelt. Namine lächelte bloß und sagte danke. Und dann gab sie mir den hier. Sora, es tut mir so leid. All dies nur wegen mir. Aber das hat er nicht gehört. Namine erzählte, der Anhänger habe ihr seit frühester Kindheit gehört. Und sie hat ihn ihr geschenkt? Wow. Ja, und deshalb habe ich ihr was versprochen. Von jetzt an werde ich dir Glück bringen und dich beschützen. Okay. Ich habe sie wirklich enttäuscht. Und noch jemand anderen, würde ich mal sagen. Du Vollpfosten, eher gesagt. Ach, die Musik. Die Musik ist einfach geil. Ja, Twilight Town. Und zeigen wir euch mal kurz Crashliga. So, und also in dieser Region sind das nur gleiche Gegner, die kennt ihr alle schon. Hallo? Dankeschön, wo Simba? Ah, hier bist du. Ja, fick doch hier. So, perforieren, dann ist auch alles geklärt. Also, es gibt keine neuen Gegner. Das ist jetzt der einzige Kampf, den ihr jetzt in diesem Part sehen werdet. Okay, wir sehen uns gleich hier wieder. Ach, so, Leute. Kleine Ankündigung. Ich habe alles versucht, um den Bonusraum zu bekommen. So, der Bonusraum ist hier. Da meine ich. Und dahin zu gelangen ist so eine Scheiße. Und ich habe noch ein paar neue Sachen ausprobiert, wie, also, ich war auch bei Mogri und wie ihr seht, Level 63 habe ich ja. Ich habe neue Karten reingetan, wie das hier, das macht Feuerbrunst. Cloud habe ich ein paar neue Karten bekommen bei Mogri. Hier habe ich Nasenweiß 8 bekommen und ich habe Oogie Boogie reingetan, weil er mir Leben zurückholt und Elixier.
habe ich 8 gefunden bei Mogri. Und ich habe eine Fähigkeit entdeckt, die ich eigentlich euch zeigen wollte mit der Schatztruhe, aber... Aber nein, das Spiel wollte mir was anderes zeigen. Also, wo ist das? Feuerhieb habe ich gelernt hier. Also, mit der Schatzkarte findet man das. Und ja. Ich muss da kurz noch woanders hin. Ey, diese... Das regt mich jetzt auf, dass ich es nicht jetzt machen kann. Das regt mich jetzt richtig auf. Also... Ja, danke. Hier wollte ich eigentlich Feuerhieb heben. Aber dann habe ich die bewachten Schatz gemacht. Und habt außersehen hier Feuerhieb bekommen. Und ja. Scheiße. Und ich wollte eigentlich 100% jetzt zeigen. Geht ja sowieso nicht, weil ich die anderen Dungeon... Man kann auch zu den anderen Dungeon hingehen und da die Truhen öffnen, wenn man will. Aber ich habe nicht die Zeit und die Lust dazu jetzt. Und sehen wir uns mal kurz das an. Ich glaube, ich habe irgendwie meine Karten jetzt gerade verschwendet, oder? Wie viele habe ich davon? So, weg damit alles. Richtig hobbylos hier. Was zur Hölle? 26 davon? Ach, fick dich, das mache ich ein anderes Mal, mal offscreen. Also hier braucht man eine 1. Ich habe keine 1, nur 2 und die gehen nicht. Von den Grünen habe ich genügend. Das geht ja, aber von denen da habe ich nur... Ich habe so lange gesucht, so lange habe ich es versucht, das zu finden. Aber nein, ich hatte kein Glück. Ich habe so lange gekämpft, bis ich irgendwann mal keine Lust hatte. Von 55 habe ich auf 63 gelevelt, Leute, auf 63. 8 Level habe ich gelevelt. Und diesen 8 Mal, als ich hier rumgekämpft habe, nicht mal eine verfickte Karte bekommen, wo irgendwie das war. Das regt mich so auf. Naja. Okay. Jeder, der 358 2 Days gespielt hat, kennt diesen Ort. Was ist los? Oder Nummer 2? Was ist los, Sora? Ich habe ein komisches Gefühl. Ich bin mir sicher, dass ich diesen Ort nicht kenne, aber plötzlich wirkt er mir so vertraut. Dann musst du schon mal hier gewesen sein? Nein, jemand anderer. Stimmt, aber ich war noch nie hier. Vielleicht ist das jetzt eben wie bei Namine. Du hast zwar anderes vergessen, erinnerst dich dafür aber nun an diesen Ort. Nein, diesmal ist es anders. Bei Namine kamen die Erinnerungen nach und nach zurück. Aber bei diesmal gibt es keine Erinnerung, nur ein plötzliches Gefühl der Vertrautheit. Das ist alles. Ist dem so, ja? Ach, jetzt kommt der Wichser. Eine Frage noch, Sora. Was kommt dir realer vor? Deine Erinnerung an Namine? Oder das Gefühl der Vertrautheit hier? Ich würde mal sagen, die Vertrautheit, weil das ist ein bestimmter Grund. Namine natürlich. Was ich hier fühle, das ist bloß einer deiner Tricks. Nee. Haha. Das Gedächtnis spielt einem grausame Streiche. Schweigt es, vergessen wir, und in seiner Verirrung hält es unseren Herzen fest zusammen. Mann, ich hab's wieder mit dem Lesen, aber ich glaube, ich bin eher ein bisschen sauer, weil ich das nicht geschafft habe. Ich habe keine Zeit für deine Rätsel. Dann erinnere dich daran, dass dieser Ort von der Kehrseite deiner Erinnerung stammt. Ja, die Kehrseite deines Herzens kennt diesen Ort. Die Kehrseite erinnert sich. Du irrst dich, ich kenne diesen Ort nicht. Doch, teilweise schon, weil... Später. Wenn du an deinen Erinnerungen festhältst und dich weigerst, auf dein Herz zu hören, kannst du es genauso gut gleich wegwerfen. Du bist kein Meister des Schlüsselschwertes. Nur ein Sklave verbogener Erinnerungen. Genau wie mein Riku. Du bist nicht existenzfähig. Dein Riku? Ja, Riku ist Sklave, also seine Nutte. Du bist so durchtrieben. Du hast also Riku verwandelt, nicht wahr? Alles, was du sagst, ist gelogen. Ich würde mein Herz niemals wegwerfen. Ich werde dich besiegen und Riku und Namine retten. Das ist der Ruf meines Herzens. Und los geht's. Ich weiß jetzt nicht, warum er jetzt das gemacht hat. Also, kurz mal zu zeigen, für die Leute, die sich dafür interessieren. Ach du Scheiße. Omnischlag. Was, hat es nicht geklappt?
ein bisschen dämlich. Ich kann echt nicht mehr kämpfen. Oh, jetzt kommen seine komischen Flächen da. So, nichts mit dir. Ich hasse ihn dafür, dass er so eklig ist. Habe ich keinen Donut irgendwie bekommen? Okay, sie heilt mich. Das ist gut. Und Elixir holt meine Karten wieder zurück. So. So. Ja, roll ein bisschen hier. Hallo? Komm mal raus. Hallo, warum klappen diese... Ey, ich kriege voll die Aggression hier, verdammt. Ey, das regt mich jetzt so alles auf. So. Ragnarök. Hat nicht geklappt. Tontaube. So. So, gut so. Jetzt auf einmal kommst du, oder was? Ach. So, und dann... Ist mir egal jetzt. Das soll mich jetzt nur heilen. In diesem Moment kann ich nicht angreifen, aber ist auch nicht so schlimm. Okay, gleich kommt was von ihm. Omnischlag. Fick dich einfach. Ich schwör auf alles, fick dich einfach. Ja, deine scheiß Frostattacke, den kannst du sonst wohin stecken. So. Das behalte ich mir für später noch. Was kommt denn jetzt? Der ist gar nicht so stark. Sein Schild nervt nur. Das ist auch seine einzige Waffe hier. Oh, willst du mich treffen oder was? Okay. Ich will es irgendwie in den... Ich verstehe es nicht. So, Feuerklinge. So, er kann mich sowieso nicht töten, aber trotzdem, das nervt mich jetzt gerade richtig. Okay. Ach, komm runter hier. Hast du mich gerade hier irgendwie verarscht oder so? Hallo? Ach Mann, oh Mann, der Kampf dauert echt zu lange. So, stirb hier. So. Ich will mich gerade verarschen. Ich denke echt, dass er mich irgendwie verarschen will. Okay, momentan kommt nichts von ihm. Er schwebt wieder eine Runde rum. Wie viele Nullkarten hat er denn?
Echt, er hat extrem viele Nullkarten. Kommt mir echt so vor. Komm. Brutalo. Ragnarök hat nicht geklappt. Brutalo aber schon. Okay, aufgeheilt. Nichts hier. Ich stelle mich viel besser an, als ich das erste Mal hier durchgezockt habe. Ich habe keine Nullkarten mehr. So. So. Wie gesagt, das hat jetzt gerade nicht geklappt. Ich glaube, ich habe zu viele Kombos gemacht. Hä, wie hat er sich gerade geheilt? Mann. Ja, du musst rauskommen. Und wieso kriege ich keine Donald und Goofy-Karten hier? Und wo ist eigentlich mein Elixier hin? So. Ich glaube, der Kampf wird langatmig hier. Der wird langatmig. Oh, komm. Eigentlich müssen seine Karten auch ganz schnell verschwinden. Wenn man gerade richtig bedenkt, wie viele Kombos er bisher gemacht hat. So, aufgeheilt. Das schwebt etwas zu viel für mich hier. Endlich hier. Der war nicht schwer. Es hat nur lange gedauert, weil er jedes Mal dieses scheiß Schild hatte. Wechseln. Die Karte muss mir noch gleich einverleiben. Oh, du bist ganz schön stark, obwohl du deinen Erinnerungen ausgeliefert bist. Du bist gefährlich und musst vernichtet werden. Wie du meinst, aber verwandle Riku sofort wieder zurück. Ihn zurückverwandeln? Du Narr. Nicht mal jetzt hast du irgendwas verstanden. Der Riku, den du meinst, hat nach wie vor nur ein Schicksal. In die finstere Tiefe zu stürzen. Und das wirst du mit ihm teilen, Sora. Wenn du nicht aufhörst, Namine zu suchen, ziehen sie die Fesseln nur weiter zusammen. Du verlierst dein Herz und wirst zum Spielball von Malushia. Malushia? Wer ist das? Und was hat er mit Namine zu... Oh. Axel, der Attentatkiller, ein Attentäter hier. Axel? Hey Sora. Tut mir leid, dass ich störe, jetzt wo er endlich mal zur Sache kommen wollte. Boah, Axel, warum? Du plapperst zu viel. Es wird Zeit, dass du für immer den Mund hältst. Nein, tu's nicht. Unbedeutende Menschen wie wir tun nichts. Wir existieren nur. Aber sie ist positiv. Aus diesem Dilemma bist du jetzt erlöst. Gnade, Axel, ich möchte noch nicht gehen. Jetzt kannst du mir vorwerfen, dass ich keinen Respekt vor meinen Ältesten habe. Und er starb. Was zum... Was seid ihr denn?
wenn ich das selbst bloß wüsste. Und ja. Ich würde ja gerne diese Truhe da holen. Aber nee, dieses Spiel will mich nur damit verarschen. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, ich habe da kleine Änderungen gemacht, weil jetzt gleich ein Kampf kommt. Ich habe die ganzen Karten rausgenommen, also Cloud habe ich rausgenommen, weil es hat keine Wirkung bei ihm, also beim Boss, der jetzt kommt. Gut gemacht, Axel. Diesen Plappermaul hast du aber den gar ausgemacht. Malusia, du hast mit Wechseln zu Soras Stärke geprüft, stimmt's? Also ich Testperson gewesen. Nicht nur Soras, auch deine Axel. Wir wussten nicht, ob du es fertig bringst, ein Mitglied der Organisation zu töten. Aber du hast es fertig gebracht. Jetzt darfst du Mitglied in der Oberliga werden. Für uns drei ist es jetzt ein Kinderspiel, die Organisation zu übernehmen. Verstehe, und jetzt kommt Sora ins Spiel, stimmt's? Genau, er möchte Namini sehen. Also kriegt er von uns, was er will. Freu dich, Namini, der Held, auf den du sehnlichst gewartet hast, steht vor deiner Tür. Din-din-din-din. Ich bin sehr glücklich. Wirklich? Aber zügle deine Glücksgefühle und tu nichts, was Soras Gefühle verletzen könnte, verstanden? Ja. Jetzt musst du nur die Schichten der Erinnerung aufeinanderlegen und sein Herz erwärmen. Also, was man bisher geschlussfolgert hat, Namini spielt mit den Erinnerungen von Sora. Sora. Aber auch wenn du mich findest, was dann? Ja, was dann? Und hier ist er. Genug, Sora. Wenn du weitermachst, tust du Namini nur weh. Du möchtest weiterkämpfen? Wechseln ist weg. Du bist frei. Frei? Ich beschütze Namini vor dir, weil mir das mein Herz sagt. Ich habe Namini versprochen, sie zu beschützen. Das hast du? Ja, jetzt kommt die. Jetzt hört mir mal zu, was ich da gerade vorlese hier. Als wir noch klein waren, gab es einen Abend diesen Meteoritenschauer. Okay. Namini bekam Angst und sagte, was ist, wenn ein Meteorit unsere Insel trifft? Und ich antwortete, kommt ein Meteorit auf uns, beschütze ich dich. Und dann? Du hast hier was versprochen? Mit deinem Spielzeugschwert? Ja, woher weißt du denn das? Aber das war doch mein Versprechen. Als der Meteoritenschauer niederging, versprach ich ihr, sie zu beschützen. Lügner, es waren nur wir beide da. Ach ja, und wieso hat sie mir dann ihren Glücksbringer geschenkt? Ihren was? Siehst du? Aber wo hast du den denn? Jetzt weiß ich, was du im Schilde führst. Was? Das ist ein Imitat. Den echten Anhänger habe ich hier. Was? Es gibt zwei davon? Was fällt dir ein dummes Zeug zu erfinden? Okay, jetzt kommt einer der schwierigen Kämpfe. Ich habe deswegen auch viele Neuner-Karten. Ja, er kann einen... Hallo, darf ich auch mal was machen? Gut so, triff ihn. Ich hätte Goofy aufsammeln sollen. Die ganzen Nuller-Karten nach hinten geschoben, weil ich habe bemerkt, die werden mir... So. Hallo, darf ich auch... Wieso kannst du betäuben und ich nicht? Hallo? Okay, irgendwie war er zu dämlich, mich zu treffen in der Nähe. Okay. Egal, komm. Du kannst sowieso nichts. Deine Angriffe sind sowieso kacke. So. Heile mich, Nase, weiß.
hätte das ein bisschen aussparen sollen. Aber der Kampf dauert nicht mehr lange. Nein, nicht mehr lange. Ich lasse den nicht aufheilen. Ich greife ihn jetzt ununterbrochen. Ich brauche Donald hier. Und Goofy auch. Die benutze ich jetzt nur als oberste Karte für mein Combo, weil man weiß ja, die Karten, die man als erstes benutzt, bei der Combo verschwinden. Aber die Karten kommen ja immer wieder, weil es Freundeskarten sind. Ob das hilft, weiß ich nicht. Egal. Hallo? So. Okay, hat mich auch geheilt. Okay, die Sache ist gleich geregelt. Ja. Der kann noch schwieriger werden, wenn man nicht aufpasst. Dankeschön. Zielen muss auch gelernt sein, Donald. Zielen muss auch gelernt sein. Oh, dankeschön, mein Freund. Ach, der muss auch jetzt auffallen. Ha, Pech gehabt, du. Hä, wie hat er jetzt so schnell auf... Das ist ja gerade... So, weg mit dir, Pussy. Ach, das war ein Kinderspiel. Das war ein Kinderspiel. Was kommt jetzt? Mega Potion. Stufe 2 war das? Ja. Riku. Immer so stumpf abhauen. Das ist Mannis Glücksbringer, nicht wahr? Der sieht genauso aus wie der, den sie mir geschenkt hat. Woher hat er den? Also, man weiß ja, dass Zora den Glücksbringer schon von Anfang an hatte, aber von Kairi. Also so gesagt hat Riku recht, dass Zoras ein Imitat ist, weil Riku hat den echten Glücksbringer von Namine bekommen, also was sie ihm wirklich geschenkt hat. So, wenn man es genau so bedenkt. Weil Zora hat ja seinen Glücksbringer und Riku hat auch einen Glücksbringer bekommen von Namine. Er hat sich in eine Karte verwandelt. Weltenkarte erhalten. Rikus Glücksbringer hat sich in eine Karte verwandelt. Ja, schön, dass du auch bemerkt hast. Du und Riku hattet also die gleichen Erinnerungen. Hm? Ach, kann mir jemand verraten, was hier los ist? Lass uns einfach weitergehen, ja? Spielt ja sowieso keine Rolle mehr. Doch, natürlich. Findest du es nicht seltsam, dass du und Riku die gleichen Erinnerungen besitzen? Ihr könnt nicht beide recht haben. Vielleicht. Ich irre mich also, hä? Gut, dann glaubst du mir halt nicht. Das meinte Donald nicht. Wir machen uns bloß Sorgen. Dann beeilen wir uns doch und fragen Namine. Dann müsste sich doch alles klären, oder? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Also los! Zora, was ist denn los mit dir? Wieso? Was meinst du damit? Du wirst immer so patzig, wenn es um Namine geht. Hast du dich schon mal gefragt, warum? Bevor wir in das Schloss kamen, da kanntest du ihren Namen nicht mehr. Und jetzt geht sie dir nicht mehr aus dem Kopf. Hm. Das ergibt doch keinen Sinn. Vielleicht solltest du dir darüber mal Gedanken machen. Ich soll mir Gedanken machen? Du meinst, ich soll sie einfach hängen lassen? Nein, aber... Macht, was ihr wollt. Legt euch meinetwegen hin und macht ein Nickerchen. Mir doch egal. Pupate, ich werde Namine suchen. Ja, Zora. Ja, ab diesem Moment. Ja, bisschen Story noch. Dann erkläre ich euch gleich, was ab dem nächsten Moment ist. Jetzt hat er nur noch dich. Ja, nur dich. Ganz allein dich. Wenn du es nicht stoppst, wer dann? Aber dafür ist es jetzt zu spät. Ich finde nicht, dass du schon aufgegeben solltest. Übrigens, Namine, Malushia scheint weg zu sein, oder? Was willst du damit sagen? Dass niemand hier ist, der dich aufhalten wird. Mach es richtig. Hm.
Das dürfte großartig werden. Alle Darsteller sind versammelt. Jetzt, Sora. Namine, Riku, Malushia, Laxin. Es wird Zeit, mir eine Show zu liefern, die es sich innehat. In sich hat. Ja, Axel hat auch ein kleines Spielchen da vorbereitet. Sora, du darfst nicht so mit Donald und Goofy sprechen. Sie sind älter als du. Seine Senpais. Spar dir deine Belehrungen. Der wird heftig hier. Also, geht in die nächste Welt. Das werde ich noch in diesem Part das machen. Insel des Schicksals. Ach, die Inselmusik ist immer so geil. Ich drehe nicht durch, stimmt? Ich weiß genau, wo ich hier bin. Das ist meine Insel. Ja, das ist unsere Insel. Verdammt, ich dachte, ich... auf der Namine und ich früher gespielt haben. Hey! Tidus, Wacker und Selfie. Was liegt an Sora? Was wollt ihr denn heute anstellen? Hey Leute, schön euch zu sehen. Was? Haben wir Essen im Gesicht? Ja, klar, Wacker, na klar. Bitte Wacker, nur du könntest blöd genug sein, nicht zu merken, dass ihr Essen im Gesicht legt. Boah, gedisst. Hey, langsam. Das ging aber unter die Gürtellinie. Richtig. Ich weiß nicht, Wacker. Selfie hat damit doch gar nicht mal so unrecht. Nicht auch noch du, Tidus. Genau, ihr seid Selfie, Wacker und Tidus. Wacker, Wacker. Wacker, Wacker. Hast du dir in den Kopf gestoßen? Nein, ich habe bloß laut gedacht. Ich weiß, du denkst schon wieder an sie. Jetzt kapier ich es. Er wird zum absoluten Zombie, wenn er an sie denkt. Das würde auch erklären, warum er sich uns gegenüber so merkwürdig verhält. Ich wette, du willst, dass wir uns aus dem Staub machen, damit ihr beide allein sein könnt. Hm? Kann sein. Schon gut, schon gut. Wir verschwinden für eine Weile. Schnapp sie dir, Cowboy. Wir versuchen auch leise zu sein, wenn wir euch belauschen. Hey Sora, Sora meint es ernst. Gib dem Kerl etwas Freiraum. Bisschen in Privatsphäre muss sein. Ha, war bloß ein Scherz. Bis später, Sora. Ich glaube, ich habe irgendein Problem mit dem S. Einfach mal stumpf weitergehen. Schlüssel des Anbeginns. Also in diesem Level gibt es keine neuen Monster, es sind immer noch die gleichen Monster. Und es ist nicht ein großes Feld, deswegen ist es gut. Ich werde dann alle Felder ja auch freiräumen und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich ein Save Point gemacht habe. Also bis zum nächsten Part.